kommt ein steuerfreier Hinzuverdienst von 2000 Euro für Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ein neuer Vorschlag liegt auf dem Tisch, und zwar von der CDU, vom CDU-Mann Linnemann. Es hat ja auch gab ja auch ein ganz großer Beitrag dazu in der Bild-Zeitung. Und es geht schlicht und ergreifend darum, der Linnemann sagt, für alle diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die neben der Rente noch arbeiten, soll es einen Anreiz geben, hier was dazu zu verdienen. Also nicht nur steuerfrei 520 Euro, sondern steuerfrei ab oder bis 2000 Euro Bruttoeinkommen. Das heißt also, alles, was bis 2000 Euro brutto neben der Rente verdient wird, soll dann nach dem Willen der CDU/CSU steuerfrei sein. Ein ganz toller Vorschlag von Herrn Linnemann, muss man ganz ehrlich sagen, kommt aber leider viel zu spät. Warum? Hintergrund dieses Vorschlags ist, man möchte also deutlich mehr Rentnerinnen und Rentner in Lohn und Brot halten. Die sollen also einfach weiterarbeiten, um die Arbeitskräftelücke zu schließen. Frau Professorin Schnitzer, hat ja nun vor ein paar Tagen mitgeteilt, dass wir bis 2035 rund 7 Millionen Arbeitskräfte weniger haben in Deutschland. Und diese 7 Millionen Arbeitskräfte können de facto aktuell, selbst mit allen Gegensteuerungen, mit dem neuen Einwanderungskräftegesetz und so weiter, was wir dort alles haben, nicht abgefangen werden. Das heißt, wir brauchen circa 1,5 Millionen Menschen, die jedes Jahr in Deutschland neu in den Arbeitsmarkt reinkommen. Das sind alles unvorstellbare Zahlen. Also will man die Rentnerinnen und Rentner als schieres Heer, als schiere Masse von potenziellen Arbeitskräften in Lohn und Brot halten. Das macht nur Sinn, wenn man das also sozusagen steuerlich begünstigt, die ganze Geschichte. Finde ich an sich nicht schlecht, den Vorschlag, aber wie schon eingangs erwähnt, kommt letzten Endes viel zu spät und ist vor allen Dingen auch aus meiner Sicht nicht nachhaltig genug. Denn wir haben da ein ganz großes Problem, und das verschweigt uns der liebe Herr Linnemann. Wir brauchen trotzdem mehr Beitragszahler für die Rentenkasse. Das ist nämlich eigentlich das Hauptproblem.